Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal, und zwar Star Wars Jedi Survivor. Mir fällt gerade auf, der Titel des Spiels wird hier nirgendwo angezeigt. Also ist ein sehr komisches, sehr komischer Titelbildschirm. Aber ja, okay. Ja, ich freue mich, ne? Dass dieses Spiel war eins von zwei Spielen, das ich unbedingt haben wollte, nachdem ich mir eine PS5 geholt habe. Ne? Der erste war natürlich Final Fantasy 16, was hier schon am Start ist auf diesem Kanal. Und ja, dieses Spiel habe ich mir ein bisschen später geholt, einfach nur weil es noch nicht zur Verfügung stand, als ich, also es stand zur Verfügung, aber hatten sie gerade nicht parat, als ich meine PS5 geholt habe. Deswegen ja, ein paar Tage später. Aber jetzt aber ja hier, ne? Gut, ne? Der Nachfolger von Jedi Fallen Order, was vor 2-3 Jahre rausgekommen ist. Ist das schon so lange her? Ich weiß es nicht. Wir müssen schlecht, wenn es um Zeit geht. Ja. Ich freue mich, ne? Ich habe mich null über dieses Spiel informiert. Ich weiß nur, das Spiel spielt eine bestimmte Zeit nach Fallen Order. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit. Ich nehme an, vielleicht so eine Handvoll Jahren oder so. Keine Ahnung. Und ich habe auch keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich meine, irgendwie, es kommt irgendein Typ in so einer Röhre vor, hier in so einem, wie nennt man diese Dinger, so Kolto-Tanks in Star Wars, ne? Diese Dinger, wo man sich irgendwie so reinstellen kann, damit man geheilt, so wie in Dragon Ball, der gab es ja auch, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Charakter. Naja, das ist das Einzige, was ich mich erinnern kann, dass ich damals von dem Trailer gesehen habe, als das Spiel rausgekommen ist, als das Spiel angekündigt worden ist. Und ja, mehr weiß ich auch nicht, was mich jetzt hier erwartet. Ne? Aber ist Star Wars. Der erste Teil war gut. Ich habe so ein paar Sachen gehört, dass das Spiel so einen richtig holprigen Start hatte, als es rausgekommen ist, wegen Bugs und all so was. Ne? Aber ja, storymäßig bin ich schon gespannt. Ne? Dieser Ort, den wir hier gerade sehen, der kommt mir schon wieder bekannt vor. Und ich weiß nicht, weil ich sehe da, ist das. Das hat imperiale Zeichen, ne, da drauf. Ja, ne, würde ich mal sagen. Wir sind rote Faden, von daher. Könnte das sogar irgendwie hier das Schloss von Palpatine sein? Könnte das sogar sein? Ich weiß da gar nicht. Das ist wie Coruscant hier. Meine Star Wars Kenntnis ist manchmal so ein bisschen holprig, ne? Ich bin zwar ein riesiger Star Wars Fan, aber ich, ja, selbst bei einfachen Sachen bin ich manchmal ein bisschen so, was ist das? Okay, ich hoffe, der Sound ist alles in Ordnung. Der Sound war irgendwie auf 100%. Ich muss den auf 50 oder 40% runterstellen, damit man mich überhaupt hört, ne? Ich habe so eine Testaufnahme gemacht, und zwar in diesem Video hier. Das ist nämlich das erste, was abgespielt worden ist, nachdem ich das Spiel gestartet habe, ne? Und kann ich schon mal dazu sagen, dass es mir irgendwie nicht gefällt, dass neue Spiele einen direkt immer sofort ins Ereignis reinpacken, also ohne einen irgendwie in Titelbildschirm oder so reinzupacken, ne? Final Fantasy 16 hat das auch gemacht, erst beim ersten Starten. Und ja, also dann ist hier halt nur so ein kleines Video, so 2-3 Minuten, was einen so sagt hier, was in Fallen Order passiert ist, ne? Und ja, brauchen wir nicht anschauen, brauche ich jetzt nicht zeigen, ne? Guckt euch einfach mein Let's Play an von vor ein paar Jahren, dann seht ihr schon. Und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt an, ne? Eine neue Reise bitte starten, wenn es geht, ne? Wir spielen als Jedi Großmeister, weil, warte mal, Paradenfenster, ja, die Paraden sind das, was am schwersten sind, ne? So, Spielende, die sich ein intensives und vornes Kampferlebnis wünschen, so. Ist jederzeit änderbar, okay. So, wir machen natürlich wieder Jedi Großmeister. Wir haben den ersten Teil auch auf Jedi Großmeister gespielt. Das ist der einzige Schwierigkeitsgrad, wo ich den ersten Teil auch nur kenne. Von daher macht es null Sinn, jetzt irgendwie den Schwierigkeitsgrad runterzugehen. Deswegen, ja, spielen wir Jedi Großmeister, ne? Wird schon klappen. Ich habe den ersten Teil geschafft, also werde ich den zweiten Teil auch schaffen, ne? Kein Problem. Tipps zur Macht in Interaktion. Ja, nicht, ne? Tipps für Navigation. Zeigt einen zusätzlichen Navigationspunkt im Rätsel und Hauptziel an. Kadierzeit. Ich lasse das jetzt einfach mal so, ne? Wir werden schon wissen, was los ist, ne?
So, dann los geht's. Ne? Ich bin gespannt, worum es hier geht. Was uns erwartet. Warum es überhaupt in diesem Spiel geht. Ne? Also, das war jetzt irgendwie nicht so klar im letzten Teil. Ne? Der letzte Teil hat ja damit aufgehört, als wir dieses Archiv hier zerstört haben, was wir irgendwie das gesamte Spiel lang versucht haben zu bekommen. Ne? Wo irgendwie die Liste von diesen Jedi drauf waren oder diese machtintensiven Kindern, und Kel, unser Hauptcharakter, den wir jetzt hier gerade sehen, der hat das ganz am Ende dann kaputt gemacht, damit die halt sicher sind, ne? So wie ich das, so wie ich mich erinnere, ne? Und ja, deswegen habe ich keine Ahnung, worum es, wie es hier so weiterging, oder? Keine Ahnung. Wir scheinen gefangen geworden zu sein von dem Imperium. Das ist ja schon mal gut, ne? Und sein Aussehen nach zu urteilen scheint noch so ein paar Jahre vielleicht vergangen zu sein, weil er sieht eindeutig erwachsen aus. Was, aber wir sind auf deren Seite? Kann man uns da einschleichen? Oder irgendwie sowas? Oh, ich bin noch nicht am Spinnen, ey. Da ist Coruscant, oder? Ich weiß, dass Palpatines Hauptsitz, also der Imperator, dass den sein Hauptsitz auf Coruscant ist. Ne? Der hat ja irgendwie seinen eigenen Palast, glaube ich. Ich werde mich natürlich auch gerne alle korrigieren, je nachdem, wenn ich was Falsches sage. Ich weiß, der Weg ist, wird er definitiv machen. Aber ja. Bis jetzt hat noch keiner irgendwie ein Wort gesagt. Bis jetzt wird das Spiel nur von mir gecarried hier. Hm. Ja. Aber das ist die Unterstadt von Coruscant, ne? Der Unterstand von Coruscant ist ja, sind da so die Slums, ne? So ein Verbrecherviertel. Ich habe irgendwie geguckt, ob man irgendwie den Namen von den Leuten, die am Sprechen sind, irgendwie abstellen kann. Aber ging, glaube ich, irgendwie nicht. Ich kann noch mal gucken. Ja, so das Gefühl, wir sind hier die gerade, wir sind uns hier gerade irgendwie so am Einschleichen oder so. So, lass mich noch mal hier gucken, ne? Taktischer Leitfaden. Weil mir gefällt es irgendwie nicht, dass wir die Namen von den Leuten sehen, die gerade am Sprechen sind. Aber ich glaube, man kann das auch gar nicht abstellen, ne? Ich werde natürlich definitiv die... Oh, oh. Ach, noch Arachnophobie Sicherheitsmodus. Oh, oh. Abtrennt von menschlichen Gliedmaßen. Sehr interessante Sachen. Sturzschaden deaktivieren. Wow, das ist ja richtig coole Sachen, die man hier einstellen kann. Aber nee, scheint hier nicht der Fall zu sein, ne? Von daher. Ja, da hat irgendwie, warum war der Grund, warum ich das abstellen will, ist, weil das Problem hatte ich nicht mit Final Fantasy 7, ne? Da hat man schon irgendwie die Namen gesehen von den Leuten, ne? Bevor man irgendwie sozusagen
vom Spiel aus sozusagen vorgestellt worden ist, so ja, wer ist dieser Charakter, ne? Da man, glaube ich, irgendwie Sephiroth zum ersten Mal gesehen, da stand auch direkt, immer wenn der was gesagt hat, hat der Name von den entsprechenden Sephiroth ist, ne? Und für Leute, die jetzt nichts von Final Fantasy 7 wissen, ist das natürlich ein riesiger Spoiler, ne? Ich meine, Final Fantasy 16 hatte auch so eine Option. Da konnte man auch abstellen, deswegen. Aber egal, ne? Gucken wir, sehen wir halt, wie Charaktere heißen, ne? Mal kurz meinen Kopf rein. Ein bisschen lauter stellen. Ja. Oh ja, wir sind definitiv hier. Wir tun uns definitiv irgendwie so reinschleichen oder so, ne? Bin mir sicher, wir sind jetzt nicht irgendwie legitim irgendwie, ja. Kannst du auch nicht machen. Wir waren bestimmt nicht legitim irgendwie, ja, so eingefangen genommen. Eine von denen ist bestimmt hier die eine. Hier, ich habe ihren Namen vergessen. Hey. Sehr überzeugend, Leute. Wir treffen den Senat. Den Senat. Okay. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Hey, hey, hey. Okay. Ah, macht's aber schwieriger, wenn wir hier wieder raus wollen. Ne, habe ich nicht recht, Leute? Bisschen samt, Kollege, okay. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Ja, ja, wir sind die Kosten. Okay, gut. Ja, war knapp. Tue ich mich zum Glück nicht blamieren. Gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Vader hat bestimmt auch eine kleine Rolle hier, ne? Da der uns beim letzten Mal ja schon gefunden hat am Ende des Spiels, ne? Spoiler, nehme ich an. Aber guckt euch dieses Let's Play nicht an, wenn ihr nicht den Vorgänger irgendwie gesehen oder gespielt habt, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern, Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, so dass es jeder sehen kann. Der Typ sieht aber auch echt aus, als hätte er, wäre der korrumpiert von der dunklen Seite.
Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge River gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergebe, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Oh, treffen wir den Imperator in diesem Spiel? Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Es gibt nur noch mich, ihr habt keine Beweise, weil ich sie kaputt gemacht habe. Ausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das. Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Was, wenn ich jetzt einfach nur so die ganze Zeit hier so stehen bleib, ne? Okay, ja, jede Sekunde. Ja, okay. Okay, L2, okay, ja. Gut, dass mir halt hier noch alles so gezeigt wird, weil ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung noch war, ne? Und Schub. Boom. Okay. Genau, Dreieck hat man so einen stärkeren Angriff, ne? Kreis, alles klar. Blocken, irgendwie blocken. Los, das war genauso wie der erste Teil. So 1:1. Ah ja, Schuss. Nein. Nein, 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 nein. Ist das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir. So, mir macht vielleicht auch bewahren, ne? Au, ich wollte ausweichen. Oh Gott, heilen, genau. War sogar die exakt gleiche Voiceline, glaube ich. Ja, sieht so aus, ne? So, und ich weiß, mit Blocken, man sollte eigentlich mehr blocken. Das hatte ich schon beim ersten Teil nicht so. Ich bin mehr so der Ausweicher. Oh Gott. Ja, ich spiele Großmeister übrigens, man merkt es, glaube ich. Mal auf Nummer sicher. Ich weiß gar nicht, wie man Macht wieder bekommt. Ich glaube, wir haben den mal einen Gegner erledigt, ne? So. Oh, ich habe gedacht, ziehen doch zurück. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten. Joa. Keine Angst, alles auf dem Plan. Nicht wahr? Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Okay, kein Ding. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Ich nehme an, er hat irgendwie so ein... so ein Dings da dran gebackt, ne? So ein Störsender oder irgendwie sowas, ne? Entweder das oder BD weiß jetzt, wie man die Macht einsetzt. Sollen wir uns jetzt nicht mehr L2 drücken oder irgendwie sowas? Da.
Oh, ich freue mich auf das Spiel. Der erste Teil hat mir sehr Bock gemacht. Wir müssen weg, BD. Ah, Gott. Ah, Mann. Okay. Okay. Gut. R2. Bei markierten Objekten. Oh, ja, analysieren, ne? Stimmt ja. Scannen, genau. Genau, man kann ja leveln und Sachen laufen. Ist nicht zufällig eine Lösung, oder? Und irgendwie Sachen freischalten, so Skills und was weiß ich nicht alles. Oh, Geduld. So, hat mir schon mal nicht gefällt, ne? Blaues Lichtschwert. Geht mal, das geht ja mal gar nicht, ne? Ich muss doch meinen Thumbnail hier gerecht werden. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Okay, ich habe jetzt gedacht, irgendwie. Ich habe jetzt auch hier so einen höheren Widerstand. Bei Final Fantasy 16, wenn man irgendwie so ganz große Türen öffnet, dann. Dann tut man nämlich hier den. Wenn man so ganz große Türen öffnet, dann erhöht sich irgendwie der Widerstand von dem Schulterknopf. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht auch der Fall. Ich weiß nicht wieso, aber Sturmtruppler beim Reden zuzuhören ist irgendwie voll faszinierend. Okay. Ach, Mann. Vielleicht will man parieren hier üben. Und das macht das Spiel ein bisschen einfacher, ne? So, ach, guck mal, Erfahrungspunkte. Wurde ja auch vor kurzem ein neues Star Wars Spiel wieder angekündigt, ne? Star Wars Outlaws. Oh, ich kann Doppelsprung schon. Ich kann schon all die coolen Sachen jetzt, ne? Egal welche Informationen der Senator hat. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das sah aus wie so ein Open World Stealth Game irgendwie, glaube ich. Weil das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, ne? So Sturmtruppler so sich an denen heranschleichen und denen irgendwie so zuzuhören. Irgendwas macht er mir, ach ja, Doppelsprung. Macht mir irgendwie Spaß. Das habe ich früher mal bei Jedi Knight gerne gemacht. Da konnte ja auch so viel rumalbern. Und die KI in dem Spiel war auch sowieso top notch in dem Spiel, ne? Läufst du irgendwie wie nennt man die hier, so Windschächte so herum, ne? Und dann schleicht sich dann so Sturmtruppen an, die sich über irgendwas unterhalten. Ich finde das immer faszinierend. In Fear habe ich das auch immer gerne gemacht, hier in diesen Horror-Shooter. So, oh Mann. Wo muss ich? Hallo? Wo muss ich hin? Sieht schon den Übersicht viel verloren. Oh Gott. Ah! So, ach da. Boah. Ich muss immer irgendwie an diesen Yoda-Schrei hören von Lego Star Wars. Ja, so eine kleine Meme. Okay, das Spiel scheint auf jeden Fall sehr viel mehr. Oh, da ist ein Speicherpunkt, ne? Meditationspunkt, was auch immer. Das Spiel scheint sehr viel flüssiger so zu laufen, was die Kletteraktion und so angeht. Ne? Also man muss jetzt hier nicht irgendwie Sachen drücken und so, ne? Läuft so ein bisschen automatisch ab, finde ich gut. Dächer, Meditationspunkte. Speichere das Spiel, du möchtest den Zugriff auf mehrere andere Spieloptionen. Ausruhen, Fähigkeit Baum. Ja, muss ich aber erstmal leveln, ne? Oh, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Okay, cool. Dann holen wir uns mal. Überleben, Lichtschwert oder Macht? Glaube ich. Die werden alle unterteilt hier. Fähigkeitenbaum, Überleben. Fortschritt auf deiner Reise. Ah, okay. Nachher Fortschritt auf deiner Reise, alles klar. Oh Gott, warum muss das denn so weit weg sein?
So, oh, da muss ich dann. Ich kann, glaube ich, noch nicht so viel Sachen, ne? Ja, ich kann nur das hier, ne? Ja. Dann lernen wir mal. Als sah ein bisschen unspektakulär aus. Haha, komm her, komm her, okay. Oh nein, ich bin tot. Okay. So, und dann ausruhen. Ausruhen. Und dann respawnen die Gegner und ich krieg meine Medipacks zurück, ne? Also Dark Souls ist das hier. Ja. Star Wars Dark Souls, ne? Hey, BD1. Ja. Ja. Kerl hat ja irgendwie diese Fähigkeit hier. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Ja, Kerl kann ja Sachen berühren. Dann kann der die Geschichte oder die Vergangenheit von einem Objekt irgendwie. Davon hören oder lernen oder irgendwie sowas. So, gibt es hier irgendwie eine Karte oder so? Ja, gibt es tatsächlich. So. Okay. Rote Türen bedeuten, da kann ich nicht hin, ne? Ne? Grüne Türen bedeuten, da kann ich rein und so, ne? Hm. Ja, man, wir gehen erstmal da rein dann, ne? Oder? Oh, und da sieht man sogar hier, dass hier irgendwie was ist. Cool. Aber zu. Komme ich darüber? Ja. Cool. Also ja, ich hoffe, wenn die Welten so groß sind, die Planeten so groß sind wie im ersten Teil, dann ist das gut, wenn man spielen will, ne? Aber wenn man irgendwie backtracken will, ne? Schon wieder Geduld. Dann kann das ganz schön heftig sein, weil ich habe ja auch die Platin-Trophäe für den ersten Teil mir geholt, ne? Und da war noch nicht mal schwierig, ne? Also die Platin-Trophäe zu kriegen für das Spiel war jetzt nicht so schwierig, ne? Hat auch nicht lange gedauert, ne? Aber so der Prozess, die zu holen, hat irgendwie lange gedauert. So im Sinne von, du musst es hier irgendwie durch die gesamten Welten nochmal rumrennen, ne? Hier dieser eine komische Waldplanet zum Beispiel, ne? Kashyyyk. Waldplanet. Kashyyyk, ja. Wenn du da irgendwie eine Sache verpasst hast, dann musstest du durch die gesamte Level nochmal durchrennen. Bei mir haben zum Beispiel so Sachen gefehlt, wie hier diese Pflanzen, die man hier sammeln muss für diesen einen Alien hier. Für den Kapitän von diesem Schiff aus dem ersten Teil. Naja, der hat ja diese Pflanzen gesammelt. Und wenn er eine gefehlt hat und ich habe mir die nach... Könnte überall sein. Der Abschaum muss den Verstand verloren haben. Ich sehe dich. Wenn du sagst. Na, das ist zu weit. Er ist echt schnell. Hol euch das Ziel. Erstmal nicht, danke. Gott. Das war so brutal. Naja, wo war ich denn geblieben? Ach ja, Pflanzen. Ja, da, wenn du da eine Sache verpasst hast, ne, und ich habe mir halt nachgeguckt, wo man die Pflanzen da findet, ne, warum nicht, ne. Und wenn du dann versucht hast, die zu sammeln, und warte mal, was? Zeig mir irgendwo hin, wo ich hin muss. Hier ist eine Sackgasse, also gehen wir hier hin. Aber wenn er da irgendwie so eine Pflanze verpasst hast und dann heißt so, oh, am Ende von diesem Planeten, da muss er durch den gesamten Planeten rennen, ne? Weil es keine Schnellreise gibt und so, ne? Und ja, dann das hat ganz schön gedauert.
ein seltenes Mineral, nehme ich an. Oh. Ja, wunderschön. Ich habe es mir einfach mal eingesteckt hier. Also ich hoffe, das Spiel behebt da so einige Sachen, ne? Ich meine, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt und zum ersten Mal den Planeten macht, dann ja, ist klar. Da muss halt alles zu Fuß noch laufen, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie schon weiter bist und du willst einfach nur irgendwie so eine Sache da sammeln, dann können sie ruhig so irgendwie so Schnellreise so reinpacken. Ich glaube, in Kashyyyk gab es auch irgendwie so Schnellreise, aber mein Gott, war das unglaublich großer und langer Planet. Bonk. Oh Gott. So, kann ich ihn nicht mehr analysieren? Wie im ersten Teil? Man könnte die Gegner, glaube ich, auch analysieren, ne? Hm. So. Machen wir nochmal R1. Kann man mit, ja, ne? Kann man überhaupt keine Sachen mehr verlangsamen? Na, ah, werde schon alles lernen, ne? Weiß, vielleicht kriege ich auch noch neue Macht. Noch sehr viele neue Macht. Fähigkeiten oder so. Holocard freigeschaltet. Ja, habe schon längst herausgefunden. Wird als Gold dargestellt. Ja, gelbe Türen zum erforschen Gebieten. Ja, vor allem in der Richtung. Ja. Ich kann die ändern. Legenden und Sammelobjekte. Alles klar. Ja, ich glaube, wir haben auch noch nichts verpasst. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung. Ich nehme an, wir können ja auch den Planeten irgendwann noch mal besuchen, wenn wir was verpasst haben, ne? Aber das ist ja wieder die Frage, ne? Wenn er wieder so lange, wenn die wieder so groß sind, es gibt keine Schnellreise, dann kann das ganz schön dauern. Mal gucken, wie wir das gemacht haben, ja. Kredit, okay. Ach ja, blocken, stimmt. Stimmt, da war ja was. Jedis können ja. Ah, oh, tut mir so, die tun mir so leid, ey. Ah, oh Gott, da kann man, da fällt man runter. Oh, die tun mir so leid. Die haben sich einfach nur so über ein Nudelhaus unterhalten, ne? Und dann komme ich und zu den ganzen Tag ruinieren, ne? Oh Mann, ich wünsche, man könnte so eine pazifistische Route spielen. So, da ist auch irgendwie, was sehe ich gerade. Kann man hier hoch? Da kann man hoch, ne? Irgendwie glaube ich nicht, dass man da hoch kann. Ich glaube, da kann man hoch. Wäre ich da zu Fuß runtergesprungen? Ich glaube nicht, ne. Was soll's. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Verpassbares geben wird in den Spielen, ne. So wie im ersten Teil. Ich stelle sehr viele Parallelen zum ersten Teil, ja, ich weiß. Aber bis jetzt kommt mir das Spiel auch noch so vor wie Teil 1.5. Lichtschwertkampfstil zu ändern. Oh, ich habe schon mein Dings. Ja. Oh Gott. Habe ich eigentlich nicht geplant. Aber nehme ich. Oh, ich habe keine Macht. Oh, ich bin sowas von tot. Oh, Parade. Ich glaube, die Gegner einfach nur so anzugreifen reicht schon, ne? Okay.
Ich glaube, die Gegner einfach so normal anzugreifen reicht eigentlich schon, ne? Weil einige Gegner, weil die haben ja Ausdauer und so, ne? Und wenn du die so übermannst, die ersten Gegner, nehme ich an, die kannst du so einfach ganz einfach übermannen, ne? Oh Gott, ich bin so zertrümmert. Ja, ich erinnere mich. Ja, das ist trotzdem getroffen. Danke. So. Okay. So, hatte man nicht auch zwei Lichtschwerter? Am Ende des Spiels hatte man zwei Lichtschwerter, ne? Was ist daraus passiert? Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Ja, was mit mir? Ich bin so gut wie tot. Ich nach unten sehen. Gott. Ah. Schub den einfach runter. Komm. Alter. Wir haben ihn einfach nur angeguckt, also Alter, echt. Wo warst du so lange? Ach, ich habe ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ich hätte so geil gefunden, wenn er ihn einfach nur so geschubst hätte, so eiskalt. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Ja, ich wusste schon, wie er hieß, bevor er den Namen gesagt hat. Deswegen wollte ich die Untertitel ja ausschalten, so den Namen. Ich wusste schon, wie er hieß, bevor. Dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Boah, ich sollte mich ja noch nicht so auf die Karte funktionieren. Fixieren so stark, sonst gucke ich ja jede Sekunde drauf, ne? So, ich habe gesehen, irgendwo kommen wir ja, glaube ich, ja, guck mal, schneiden. Und dann kommen wir da unten zum Dings hin, ne? Abkürzung geschaffen. Da können wir nämlich hier meditieren. Und uns wieder heilen. Kampfstile. Einschwert und Doppelschwert. Einschwert, Doppelklinge. Also nehme ich mal an, kann man irgendwann Dings, ne? Ich glaube, irgendwas anderes wurde noch angekündigt, ne? Oder wurde gezeigt in den Trailern, aber ich habe schon wieder vergessen, was, ne? Kann man sich irgendwie so ein Lichtschwert mit einer Knarre... Kann man sich irgendwie so ein Lichtschwert... mit einer Knarre irgendwie machen, so wie hier der eine von Clone Wars. So, ich glaube nicht, dass hier richtig ist, ne? Warte, ich habe da eine Abkürzung gerade geschaffen. Da. Wart wo? Ist hier doch kein Mist. Hungrige Klatuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Okay. Wer bist du übrigens? So ein TIE Fighter-Gehäuse. Hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Schön. Kriegen wir dich darüber? Ich habe meine Wege. Also das hat nicht geklappt. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Okay. Versuch's jetzt. Ah.
all die Funktionen, die wir erst voll spät im Spiel, im ersten Spiel freigeschaltet haben, sind jetzt schon zur Verfügung. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Bist du ein Mandalorianer? Ah, guck mal hier. Oh. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Ja, da habe ich wieder umgeschmissen. Sturmtruppler-Patrouille. Die Suche nach uns. Besser nach uns als der Yacht, oder? Dann hier. Hab was gefunden. Ich kriege die Hälfte, oder? Nein. Ich schmeiß ihn einfach hier runter mit meiner Macht. So. Kann ich euch nicht einfach an mich heranziehen? Oh. Oh, nee, warte, was? Komm ich doch nicht hoch, oder? Irgendwas sagt mir, ich sollte ja nicht so. Er braucht schon ein Jetpack. Irgendwas sagt mir, das war nicht der offizielle Weg. Aber okay. Immer bei mir angezeigt. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Da ist schon wieder zwei Wege, die ich hier gehen kann. Ne? Ich nehme an, die Tür ist das unoffizielle. Ne? Ja, guck mal hier, da ist eine Truhe. Geduld. Korsant-Lackierung. Oh, schön. Können wir wieder unser Lichtschwert bauen, ne? Können wir wieder Ponchos sammeln. So. Gut, was hast du da? Hm. Schon irgendwas verpasst? Nein. Oder? Ne, da muss ich hin, ne? Ich bin viel zu paranoid wieder. So, es muss immer eine Karte, die offen ist, auf dem Bildschirm sein, sonst bin ich verwirrt, okay? Einfach nur, damit ich nicht die ganze Zeit hier irgendwie die Karte aufschmeiße, jede zwei Sekunden. Okay. Eimerköpfe unter uns. Sie nicht um Heimerköpfe. Daneben mitten durch. Bereit, wenn du es bist, Kestis. Okay. Oh ja. Nein. Ich konnte ja gar nicht mehr, was los ist. Wir sind dran, Kestis. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, hier die Großmeister ist ganz schön schwierig, ne? Aber kennen wir ja, ne? Truppler im Anmarsch. Sollten Sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Da, um den amüsierten Gegner zu greifen. Ach so, gut. Aber ich komme einfach gut los, ey. Okay, dann kämpfen. Ja, du auch. So ein bisschen. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, bitte. Gruppenaktion. So, wird der Typ irgendwie dauerhaft ein Truppenmitglied oder was ist hier los? Ja, ich habe mich noch mal. Ich fühle mich viel besser. Danke. Also dieses Stems, ist das irgendwie eine so eine Sucht oder? Ja, gleich da drüben. Natürlich. Stellt einfach die Frage. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Ich habe eine Sucht. Okay, lass mich in Ruhe. Mein Gott, muss doch nicht die ganze Zeit erwähnen, ja. Mann, ist das stark. Guck mal, wie stark der ist, Mann. Oh!
Oh, Gott sei Dank. Eine Sekunde, ich muss noch. Ich muss noch kurz hier. Mit dem System aus meinem System hier rauszuholen. So, ich nehme an, das Spiel sagt mir, wenn ich irgendwie einen Punkt oder so bekomme. Ne? Ja. Okay, dann machen wir weiter. Versuch so stündige Parts zu machen, ne? Oder je nachdem, wenn ich irgendwie so denke, ist ein guter Punkt zum Aufhören. Ne? Ich sag's schon mal jetzt, da wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber habe ich schon wieder vergessen. Ne? Spiel nebenbei noch Final Fantasy 16, ne? Oh, guck mal hier. Und Final Fantasy 16 wird definitiv Priorität haben, ne? Oh, kann ich da hoch? Aber warum sollte ich da hochgehen, ne? Final Fantasy 16 wird definitiv Priorität haben. Ich werde definitiv versuchen, jeden Tag ein Part von Final Fantasy 16 rauszupumpen. Und dann hin und wieder mal Star Wars, ne? Einfach nur, weil Final Fantasy 16, nehme ich mal an, wird ein etwas längeres Projekt, ne? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Jedenfalls länger als wir spielen. Aber ich werde versuchen, noch hier mal so, weil nicht alle paar Tage hier Star Wars rauszubringen, ne? Aber es wird nicht so oft kommen wie Final Fantasy 16, weil davon will ich so jeden Tag ein Part hochladen, ne? Aber ich versuche auch relativ zügig mit dem Spiel, ja, durchzukommen. So. Ist das nicht so ein Droide? Ich weiß gar nicht, was Fallschaden im ersten Teil. Das ist immer so merkwürdig in Star Wars Spielen. Manchmal gibt es Fallschaden, manchmal nicht. Ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, in den meisten Star Wars Spielen gibt es eigentlich Fallschaden. Selbst für Jedis, ne? Wenn wir Sachen mit Jedi Power Battle. Jedi Knight, dieses eine Spiel von Episode 1, was ich damals gespielt habe. Apropos Ärger, wir sollten der Patrouille ausweichen. In Ordnung. Ich glaube, Fallschaden ist sehr üblich in Star Wars Spielen, selbst für Jedis. Das ist Nudeln. Warte mal. Ja, da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie so Sachen, die ja. Reise. Anpassen. Was haben wir denn hier? Haben wir schon irgendwas? Oh, wir haben sogar schon Sachen. Sag das doch, Mann. Wir können eine andere Jacke freischalten. Ich will das hier. Hemd. Mal hier. Guck mal, die Sachen, die wir hier alle bearbeiten können, Mann. Sieht aus wie so ein klassischer Rebellensoldat. Ich kann den Bart. Geil. Nee, nee, kann ruhig schon. So, Scout-Truppler. Ah, kann man doch, haben wir doch schon irgendwie erkundet. Die werden automatisch dann gescannt. ATST, hey. Spoiler. Ich gebe dir Deckung, Kerl. Nein, warte mal, kann ich. Zurück mit dir! Wenn du auf die losgehst. Los geht. Geh. Ein Moment! Feuer auf mein Ziel! Au! Boah, ich war auch die ganze Zeit breit, ne? Oh mein Gott, so schnell wie die Dinger angreifen, ne? Ah, Gott.
Aber Ding explodiert, ne? Ja, tut es. Ich dachte eigentlich, wäre weit genug entfernt, ne? Also von allen Dingern hat mich so ein blöder. Also von allen Dingern hat mich so ein blöder. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. Ein Scout-Druide oder irgendwie sowas. So ein Drohne, so eine Drohne, ja, erledigt. Von allen Sachen in diesem Spiel. Aber wollte ich hier. Hier, geh auf den los, Mann. So, warte mal, kriege ich jetzt nicht? Doch. Sagen. Ich meinte, man müsste mal den letzten Gegner hauen, von dem man gestorben ist. Gott. Ich bin bei dir, Kerl. Mann. Ah, der ist runtergefallen. Oh Gott, ich wollte nicht. Ich dachte, ich müsste einen Doppelsprung da machen, deswegen bin ich direkt wieder abgesprungen. Sag ruhig. Ich höre einen Sturm, tut lange halt zu. Schnell, bevor sie dich entdecken. Oh mein Gott! Oh, komm mal her. Okay, wer macht die ja gerade? Boom. Fähigkeitspunkte erhalten. Alles klar. Ich habe schon gewundert, wann diese Verlangsamung hier mal ins Spiel kommt, ne? Weil war ja irgendwie so. Da war ja so irgendwie sein Hauptgimmick, ne? Im Spiel, im ersten Spiel. Den Gegner verlangsamen konnte. Oder Sachen allgemein. Sackgasse. Lass uns umkehren. So, da kann man da ganz eindeutig rüber gehen. Zwar. Sackgasse. Guck mal, was ich hier gefunden habe, ne? Dafür kriege ich den jetzt auch. Ja. Mein Verdienst. Okay. Cool. Also, das jetzt macht mir halt viel Spaß, ne? Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie, weil nicht. Wie gesagt, ich habe einige Sachen gehört. Das Spiel hat einen sehr holprigen Start. Wegen so Bugs und so, ne? Aber ich sehe jetzt nichts. Kann natürlich sein, dass er alles schon behoben wurde, so, ne? So, vielleicht gepatcht oder irgendwie sowas. Aber ja. Ich bin allgemein irgendwie so eine Person, die nie irgendwie. Bei so vielen Spielen irgendwie der Fall gewesen, angeblich, ne? Aber ich bekomme irgendwie nie was davon mit. Ne? Also ich weiß nicht, was andere Leute immer hier für. Für Dings haben für. Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Halte ich jetzt Befehle von einem Druiden? Hab ja auf Star Wars Battlefront mal gespielt, ne? Und da komme ich immer gleich dran. Wir müssen darauf. Vorschläge? Das ist so ein Seil. Kann ich ja nicht herunterziehen? Oder so ein Kabel? Oh, guck mal hier. Ha, geh mal aus dem Weg, Kollege.
Keine Angst, Kollege, ich mach das schon. In Star Wars Battlefront gab es ja angeblich auch irgendwie voll die Bugs, aber ich habe davon nie was mitbekommen, oder vielleicht nur ein, zwei, ne? Aber einige Leute sagen dann immer so, oh, das macht das gesamte Spiel kaputt, so dieser eine Bug, der mich mal alle 10.000 Spielstunden hier, der mal auftaucht, so alle paar Stunden. Oh ja. Entweder habe ich ungefähr unglaublich viel Glück, oder ja, mir macht das einfach nichts. Also ich mochte auch Skyrim, ne, obwohl das unglaublich verbuggt war an einigen Stellen, aber da tut nur irgendwie die, meiner Meinung nach, die Erfahrung des Spiels nur noch ein bisschen erweitern. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Boah, ich weiß noch, als ich auf diesen einen Planeten hier versucht habe, irgendwie so eine riesige Klippe hier hochzulaufen, ne? Mein, als ich irgendwie den Wandsprung irgendwie zum ersten Mal gelernt habe, ne? Dabei durfte man dann auch irgendwie gar nicht. Halt, warte. Kann ich da runter? Hm, oh. Ich glaube, ich bin jetzt wieder den ganzen Weg zurück, ne? Ja. Hier war, glaube ich, die. Wo bin ich hier? Hm, ich glaube, ich bin jetzt hier wieder den ganzen Weg runtergelaufen. Kann ich da wieder hoch? Nein. Aber das hat sehr weit weg. Ich glaube ja, ne? Oh nein. Oder? Ah ja, aber hier rum. Okay, aber natürlich jetzt. Naja, ich habe gedacht, ich habe irgendwie was Cooles gefunden. Ne? Man muss ja versuchen zu erkunden und so. Ne? Man weiß ja nie, was man findet. Na, finde ich irgendwas Geiles, ne? Und dann guckt jeder so. Oh mein Gott, die hat voll was Geiles gefunden. Und dann denke ich mir so, ja, ich habe was Geiles gefunden. Okay. Ich hätte gleich einen Doppelsprung machen sollen. Oh. Okay. Ah, hier. Sehr flüssig, das ganze Jump and Gerunne. Ah, man muss auch gar nicht mehr festhalten. Er hält alles automatisch fest. Ich sehr gut. Dort könnten wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Ja. Sehr symbolisch, Kollege. Wir sind alles Menschen. Eines Tages sterben wir alle. Abgezogen. Mutig gegen Sage vorzugehen. Ja, ich habe gehört. Langsam. Feinde in der Nähe. Kollege. Ich wollte mich voll professionell in die anschleichen, ne? Und er geht einfach so hin, so, oh, Vorsicht, da sind Leute. Lass mich dich kurz warnen, dass da Leute sind. Bevor du in sie reinläufst und so, ne? Und ja, ich habe gesehen, da war eine Abkürzung. Lass mich hier noch kurz erkunden. So, oh, noch eine Abkürzung. Was meine jetzt hier? Aber jetzt sind wir hier. Guck mal. Ich bin trotzdem noch nicht so ein Fan von dieser Kartenart, irgendwie diese 3D-Karten. Ich bin gerade nach oben getreten. Ich würde dann sagen, wir gehen dann zu diesem einen Speicherpunkt zurück, ne? Dann können wir, glaube ich, hier erreichen von hier aus, ne?
Und ich spawn zwar wieder die Gegner, aber was soll's, ne? Ich glaube, hier müssen wir offiziell hin, ne? Oh Gott! Hey, gibt's so viele Wege, ne? Ach nee, sind wir runtergefallen, ne? Ach, Mann. Oh, da kommt man sogar zurück. Okay. Was hat dann ein neuer Weg hier? Wo sind wir nicht direkt hingegangen? Was ist das hier? Ein Echo. Ich habe ihnen alles gegeben, was ich habe. Wir sind hier, um dich zu schützen. Das ist bestimmt ein paar Kredits wert. Okay. Naja, war einfach nur hier so. Ein Echo. Was ist das Echo? Und da kommen wir dann dahin, wo wir irgendwie gerade runtergefallen sind, ne? Cool. Ja, dann gehen wir mal jetzt zurück, ne? Wir können ja auch, wir können die Dinge auch hoch. War der Speicherpunkt? Gott. Ne, warte mal, wo kommen wir da hin? Nein, hier ist nicht ein Speicherpunkt. Oh, dann schwimmen wir noch ein bisschen weiter. Ein ganz kleines bisschen, ne? Bis ich irgendwie entweder bis ich verrecke oder bis wir einen neuen Speicherpunkt finden, ne? Vorerst sieht das nicht so gut. Da sieht es irgendwie aus, als wäre einer. Ich werde definitiv hier einige Sachen verpassen. So, ne, da ist die Abkürzung. Da kommen wir zum Speicherpunkt, ne? Egal. Soll mich vielleicht mal heilen, ne? Aber ja. Oh, ja, ich hätte mich heilen sollen. Warum schon? Ich glaube, das Spiel hat mir irgendwie was gesagt, so, ne? So, hör mal, du, das musst du ja machen, ne? Ja, weil er irgendwie so ein roter Gegner war, ne? Ja, weißt du was? Ich hatte sowieso vor einem Part. So was für ein Ende, ne? Na gut. So. Drei Fähigkeiten verfügbar, eine Fähigkeit verfügbar. So, was kann ich denn jetzt hier alles lernen, ne? Habe ich jetzt Ja, so maximal Leben klingt eigentlich nicht schlecht, ne? Na, warte mal hier, verbesserte Beinarbeit. Rechte zweiter. Ne. So, Macht. Wie sieht's denn aus? Maximale Macht erhöht sich. Ja, so Leben hört sich eigentlich nicht schlecht an. Überlebensfähigkeit. Ein Stimwelter, das ist auch nicht schlecht. Ja, lieber so passive Sachen, ne? Wenn es geht. So. Ausruhen, macht ja keinen Sinn. Und keinen Unterschied, meine ich. Gut, ja, dann. Um den Typen kümmern wir uns das nächste Mal, ne? So, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, das Spiel speichert ja automatisch, ne? Weil ich konnte da irgendwie keinen Spielstand oder irgendwie sowas. Irgendwie auswählen oder so, ne? Von daher, wie läuft denn das hier ab? Speichern. Spiel gespeichert steht da oben links. Na gut, dann glaube ich mal, dass das Spiel gespeichert hat, ne? So, gut. Dann würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge machen wir weiter mit diesem Spiel. Ne? Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommen wird. Ob es schon einen Tag später oder zwei oder drei oder vier oder acht. Aber wird definitiv irgendwann weitergehen. Ne? Aber fürs Erste sage ich, mir macht das Spiel Spaß. Ne? Ich freue mich, wie das Spiel weitergeht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne?
Das ist da auf der Seite. Gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.